Also für all jene, die das vorige Video gesehen haben, wo ich diese Gedankenmuster wirklich beim Wort nenne, wie sie sich selbst kreisen, eigentlich in die Tiefe stürzen und der das denkt, mit sich reißt. Ich würde das auch gern so abstrakt stehen lassen. Nur braucht es da eine Auflösung, weil das sonst sehr gefährlich sein kann. Also in der Talsohle der Depression ist man am gefährdetsten. Und da schreibt mein Protagonist, also irgendwann kommt die Erkenntnis, ja, ich bin an einer ausgeprägten Depression erkrankt, ich weiß es schon lange, aber bei dem Gedanke an Einweisung und an Medikation wird mir ganz bange. Also sie wüssten ja eigentlich, dass sie jetzt Hilfe bräuchten, in Form von entweder Hilfe von irgendwelchen Psychotherapeuten, Psychiater, das zweite Medikamente oder eben vielleicht auch stationärer Aufenthalt. Also sie wüssten es irgendwo dämmert, aber sie haben Angst davor. Angst, Medikamente machen abhängig. Das zweite Angst, dass man sie irgendwie vielleicht wegsteckt. Ja, das wäre noch isolierter und vor allem noch stigmatisiert quasi, dann bist du verrückt, dann bist du wahnsinnig, dann bist du ein Außenseiter unserer Gesellschaft und den hast du ganz verloren. Und diese Angst lässt sie eigentlich so lange leiden. Drum mache ich es lieber mit mir und im Verborgenen aus, stehe allein da im Regen, kämpfe tapfer täglich weiter, bleibe stark und gestatte es mir nicht, mich aufzugeben. Aber wie lange noch? Denn nicht umsonst heißt es im Volksmund, zu Hause sterben die Leute. Irgendwann könnte auch mir die Kraft ausgehen. Vielleicht morgen, vielleicht aber schon heute. Also buchstäblich kämpfen die mit Schatten. Und wenn wir jetzt mal spirituell davon ausgehen, dass Gedanken Schattenwesen sind, also Wesen, die sich bedienen der Gedanken, Formen von niedriger Energie, die sich daran laben und aufblasen, während dir der Saft ausgeht, dann könnte das wirklich das Endergebnis sein. Und da ist große Vorsicht geboten, wirklich sehr, sehr große Vorsicht. Und noch einmal Wahrnehmung und Achtsamkeit. Ich habe das Buch ja geschrieben, weil mir zwei. Also einer gesagt hat, der hat Depressionen und ich hab's nicht gemerkt und einer hat sich's Leben genommen und ich hab's nicht gemerkt. Und das war so eine Bitternis für mich. Also wirklich diese zwei Menschen, also diesen einen zu verlieren, unwiederbringlich und dem anderen keine wahre Stütze und Hilfe gewesen zu sein. Also so habe ich das Gefühl gehabt nach dieser Offenbarung. Und ich habe ihm dann auch nicht gesagt, aha, okay, oder, sondern, oder such dir Hilfe, nichts, nichts flapsig, sondern ich habe gesagt, möchtest du mit mir jetzt darüber reden? Also, ich habe ihm also nur das Ohr leihen wollen, mein Menschsein, meine Zeit, meine Liebe im Sinne von Dasein und urteilsfrei in die Akzeptanz zu gehen und was daraus entstehen kann, zu öffnen. So, und jetzt möchte ich noch das Schlusssätzle eben noch anbringen und dann erzähle ich euch noch im nächsten Video eine schöne Geschichte, was meine Lektorin denn mir gesehen hat über dieses Buch, als sie es lektoriert hat. Aber zuerst noch den Schlusssatz, den lese ich euch vor oder wisst ihr was, dann lese euch im nächsten Video vor. Er hat echt ein eigenes verdient. Bis gleich.